Im medialen Kontext ist heute oftmals die Rede von Clickbaiting. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Clickbaiting heißt auf Deutsch Klickködern. So wie der Angler mit Würmern seine Fische ködert, ködern Online-Portale und Printmedien potenzielle Leser mit sensationellen Schlagzeilen. Es geht darum, Artikel oder Videos mit reißerischen Überschriften anzupreisen, um Interesse zu wecken und hohe Klickzahlen zu generieren. Denn viele Klicks und damit hohe Zugriffszahlen auf die Website erhöhen die Werbeeinnahmen. Clickbaiting wird vor allem im Online-Journalismus auf Social-Media-Kanälen angewandt. Angestrebt wird zudem das Teilen der News. Bekannt für die Verwendung von Clickbaits sind etwa BuzzFeed, Heftig.co und die Huffington Post. Seine Anfänge nahm die Praxis jedoch im Printjournalismus, so vor allem bei Boulevardzeitungen wie der Bild und der österreichischen Heute. Das Ziel von Clickbaiting ist es, eine Curiosity Gap zu erschaffen, auf Deutsch Neugierlücke. Wie gelingt es nun, diese Lücke zu erschaffen? Das Zauberwort heißt Emotionen. Auch starke Adjektive und Netzslangwörter finden Verwendung. Mit ein wenig Übung sind die auffälligen Muster von Clickbaits leicht zu erkennen. Typische Überschriften sind: Schock. Äpfel schaden in Wirklichkeit ihrer Gesundheit. Die 10 besten Heiratsanträge. Nummer 6 wird dich zum Weinen bringen. Das dürfen Sie unter keinen Umständen verpassen. Hinter den vielversprechenden Überschriften stecken jedoch meist leere Inhalte, die ohne journalistischen Anspruch formuliert wurden und einen geringen informativen Mehrwert besitzen.